Da hinten kackt der große Dino. Was bist du eigentlich? Wow! Hallo und willkommen zurück bei Ark auf der PlayStation 4. Und ich muss mich schon mal entschuldigen, ich stehe ja wieder woanders. Liegt daran, ich hatte eigentlich gestern eine Folge mit dem Sari aufgenommen, der ja hier zu Besuch war. Er saß neben mir, wir haben zusammen gequatscht und ja, die Elgato hat die Aufnahme komplett verkackt. Also er hat es selber gesehen, diese Verzögerung. Jetzt habe ich andere Einstellungen, habe OBS mit der Elgato verbunden und so weiter. Es ist indirekt ein Test mit euch, ob die Qualität wieder geht. Die ersten drei ARK-Folgen waren eigentlich mit OBS und Elgato aufgenommen, aber die Qualität war ja total kacke. Ich hoffe, sie ist heute besser. Entschuldigt einfach jetzt schon mal, ich muss aber jetzt die nächsten zwei Folgen testen. So, da hinten seht ihr schon Megalodon. Den haben wir nämlich in dieser Folge betäubt und gezähmt. Und lustigerweise ist er jetzt, ja, jetzt richtig gezähmt. Am Ende der Folge war er eigentlich noch am Zähmen. Aber, jetzt haben wir Megalodon. Hallo! Der ist nur dummerweise im extrem flachen Gewässer hier gelandet und scheint mir nicht wirklich folgen zu wollen. Oh doch, hallo! Ich habe natürlich keinen Sattel für dich. Es tut mir leid. Aber wir haben... Ja, ich muss aber gucken, wie ich die nach Hause kriege. Ich bin aber mit dem Hausboot eigentlich in der Ecke. Ich bin auch nicht so weit weg von zu Hause. Ihr seht's. Also da oben, da, also... Ne, ihr seht schon. Ich hatte auch noch so einen Pelikanvieh hier. Eigentlich betäubt. War ich der Meinung. Oder ich hatte ihn... Oh, die ist so ein Lärm hier. Außersehen getötet? Gute Frage, nächste Frage. Kann auch sein, dass es schief gegangen ist. Hab ich nicht einen? Hier ist heiß. Du bist im Wasser, die sollte kühl sein. Okay, scheint nicht da zu sein. Habe ich eventuell Pech gehabt? Hallo? Jetzt muss ich nur gucken, echt, wie kriege ich den Megalodon zurück? Ja, wie habe ich das gemacht? Also Sari hat mir diese Stelle hier empfohlen, weil er hier anfangs in seinen Folgen auch gebaut hat. Jetzt ist er auf The Center unterwegs. Und hat gesagt, dass hier öfter mal Megalodons in diesen flachen Gewässer rumgümpeln. Da zum Beispiel kommt wieder einer. Und glücklicherweise sie das Problem haben, dass sie hier nicht groß was machen können. Aber der kommt komischerweise ganz schön nah. Ich provoziere ihn mal. Dass ich ihn betäube. Wobei meiner wird ihn wahrscheinlich töten. Naja, dann hat er eben ein bisschen Frühstück. Ich habe ihn dann nicht umgestellt. Okay. Entweder ist er sehr viel stärker und meiner stirbt gleich, oder... Hallo? Ja, er ist betäubt. Na, willst du ihn jetzt fressen? Ich hoffe nicht. Doch, er ist tot. Na gut, egal. Nicht so schlimm. Megalodontan, nimm wir mal mit. Und dir wünsche ich guten Appetit, eigentlich. Im Reitensattel ausrüsten. Ja, ist halt das Problem. Ich habe keinen. Du darfst aber dafür Geschwindigkeit kriegen. Kann ich ihm jetzt nicht hier sagen, greife dieses Ziel an. Guten Appetit. Guten Appetit. Nee? Nee? Ach, Moment, Moment. Nee. Wenn ich das mache, gehe ich noch unter. Da kann ich noch einstellen. Greife dieses Ziel an. Ja, hahaha. Ha, ha. Pfeife, passiv, neutral, aggressiv. Naja, Na, du bleibst jetzt neutral. Ach, scheiß was drauf. Moment, machen wir das einmal kurz so. So. Reicht. Kriegst ein bisschen Futter schon mal in den Kiemen. Bisschen mehr Futter in die Kiemen. Hallo? Na gut, das sollte reichen. Jetzt müssen wir ihn echt nach Hause kriegen. Ist ja nicht weit. Der Weg ist nicht so wirklich weit. Vielleicht kommt er auch einfach am Strand mit. Bin mir jetzt ganz unsicher, ob der jetzt mitkommt oder nicht. Gehen wir mal kurz im Hausboot. Und wenn ich in der Base bin, werde ich noch eine Überraschung für euch haben. Eine kleine Überraschung. Das haben wir nämlich auch nochmal hinbekommen. Okay, das Hausboot ist ein bisschen weiter weg. Kommt der jetzt hier? Der hängt da hinten fest. Ah, gut, dann werde ich ihm gleich mal kurz den Sari holen. Also meinen mobilen Sari und den mir schnappen. Da oben ist wieder der neue Dino. Einer von denen.
Na? Die Gegend sollte euch ja bekannt vorkommen. Solltet ihr wissen, dass wir nicht so weit von zu Hause weg sind. Aber ansonsten sieht alles ruhig aus. Sari hat mir noch empfohlen, dass ich mir mal einen Känguru schnappen soll, aber das muss ich erstmal jetzt finden. Aber mein Hausboot habe ich anscheinend auch verloren. Was ist das da nochmal? Ah ja, das komische Vieh, lauter euch. Von denen laufen so viele rum, aber von denen habe ich nicht einen. Aber ich weiß auch nicht warum, aber das sollte ich eigentlich mal machen. Hallo. Ist aber zum Glück recht friedlich gerade. Kein Allosaurus, kein Kano. Da hinten kackt der große Dino. Was bist du eigentlich? Wow! Shit! Wo kommt die denn her? Okay, ich halte die eigentlich noch recht gut aus. Ich bin aber gerade richtig gut, die zu fangen. So, wenn ich hier im Wasser stehe. Wo kommen denn jetzt hier? Alter. Oh. Ich habe ihn getötet. Ich habe doch Betäubungspfeile. Warum habe ich ihn getötet? Ah ja, seit dem Update. Das ist mir gestern aufgefallen. Es gab ja so ein 700 Megabyte Update. Wenn die Viecher sterben, sind die wie Gummi. Das bei euch auch so? Die fallen hin wie... Keine Ahnung. Das sieht total kacke aus. Wo ist denn jetzt der zweite hin? Na, wo bist du? Komm raus, wenn du dich traust. Moment. Mal kurz hier... habe ich kein Essen mehr? Ist doch noch gebratenes... Oh oh, okay, na, müssen gleich wirklich zur Basis, weil ich habe eben kein Essen mehr unten. Bisschen doof. Wo ist jetzt der zweite Raptor hin? Anno. Kam aus dem Nichts, ne? Und jetzt sind sie wieder weg. Sehr, sehr komisch. So, da war jetzt ein bisschen ein Floß. Guck mal, das kann ich euch mal zeigen, vielleicht an ihm hier. Da, wie Gummi ist er hingefallen. Okay, schlechtes Beispiel. Aber, hä? Oh, hier so viele, wieder so viele Aggressive hier. Komisch. Sehr, sehr komisch. Aber dann seht ihr gleich zumindest die kleine Überraschung in der Basis. Die sind gleich da. Ihr habt die gesehen, letzte Folge, wo mein Zähmen des Terra, keine Ahnung was wieder nochmal heißt, schiefgegangen ist. Aber im Nachhinein hat das jetzt geklappt. Hier habe ich noch einen Uwe. Hat geklappt im Nachhinein. Und zwar, hier ist er. Ich habe ihm sogar schon einen Sattel gegeben. Da fehlt zwar noch der Name, aber ich habe ihn. Und ich finde ihn recht witzig. Guck mal, wenn er aufsammelt. Ne, ne, so. Aufsammelt. Und wenn er um sich haut. Naja, gut. So viel dazu. Zumindest habe ich schon mal einen. Und habe auch einmal das Sammeln getestet. Und der alter Schwede. Der kann gut was damit. So, jetzt nehme ich mal kurz ihn hier. Du kriegst... Oh, mir verdirbt gerade jeglicher Mist. Geschwindigkeit. Ausdauer. Okay, der hat ein paar mehr Level abgehabt. So, einmal kurz rückwärts ausparken. So, komm. Was hast du denn für Probleme? So, dann holen wir uns mal kurz unseren Megalodon zurück. Wo bin ich eigentlich auf Ausdauer gegangen? Der ist jetzt so oder so hier so schnell. Hab natürlich noch keinen Sattel für unseren Fischi. Weil mir die... Okay. Weil mir die Engrampunkte natürlich brutal ausgehen zurzeit. Da muss ich echt aufpassen, dass ich das die richtigen Sachen wähle. Oder... oder... Ja, vielleicht Level-Multiplikator erhöhe. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich lässt es erwähnt, ich werde erstmal den Ernte-Multiplikator recht hochhalten. Mal gucken, wie wir es machen. Und wie ich mit der Mauer auch vorankomme. Mal schauen. So, jetzt sind wir ja schon gleich da. Okay. Warum? Was zur Hölle? Wollte mich da gerade angreifen?
Ich schwimme einfach mal elegant weiter. Hallo, kommst du mit? Ja. So, kommt der jetzt auch mit? Ey, das ist so dumm, wenn ich mit ihm hier. Okay, okay. Wenn ich mit ihm hier anhalte, dann geht er sofort unter. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Aber was hat mich denn versucht, da gerade anzugreifen? Okay, er hat hier gerade anscheinend auch andere Probleme. Die Viecher sind aber auch echt böse, ne? Die neuen. Muss man schon sagen. Hallo! Das war ein Hai. Vielleicht wollte der mich angreifen. Ist aber nicht, dass die so auf mich losgehen. Mal hinten gucken. Ich hoffe, er ist hinter uns. Ich hoffe es. Okay, warten wir mal ganz kurz. Da kommt einer an. Ich hoffe, es ist auch meiner und kein feindlicher. Es ist feindlicher, es ist nicht meiner. Wo bist du denn jetzt? Ach, die Delfine. Ach, du Heilige. Wie viele sind denn das? Ich wäre jetzt an Land gegangen, aber da sehe ich gerade den. Da war eben gerade schon wieder der Raptor. Wo ist denn jetzt mein. Ich will mich jetzt verarschen. Na komm. Ist er denn jetzt? Leute, ich hasse es. Ist das hier zu flach? Kann das daran liegen? Das kann sehr gut sein, ne? Ja, irgendwie. Was hat er denn jetzt für Probleme? Der kämpft mit den Rochen. Da sind auch ganz schön viele Rochen. Kommst du jetzt mal? Und kommt der jetzt mit? Ich glaube, dem geht's gar nicht so gut. Hoffe, das ist nicht zu flach. Ah, es lag wohl daran, dass ich ihn natürlich jetzt auf neutral gehalten habe. Dann hat er jetzt Probleme gehabt und dann hat er sich gedacht, okay, dann kämpfe ich jetzt mal. Ja, da kommt er. Jetzt muss ich nur aufpassen vor diesen komischen delfinartigen Viechern. Ihr werdet mich eh in den Kommentaren wieder korrigieren. Finde ich auch gut. Finde ich immer gut, wenn jemand sagt, hey, das heißt so und so oder das ist so und so. Das hilft mir, das brauche ich. Aber ihr wisst, ich bin zu dumm. So, aber hier sollte er keine Probleme mehr haben. Ne? Ja, er ist hinter uns dran. Wunderbar. Und kurz die Nacht. Ja, ich habe sie immer noch nicht hochgestellt, weil ich habe die Beleuchtung immer noch nicht weitergemacht. So viel zu tun und so wenig getan. Mal wieder unter Wasser. Immer mal ein bisschen gluck, gluck, gluck. Gucken, gucken. So, und dann werden wir unsere Gefährten hier abhaken. Es wird sogar hier am Strand langsam eng. So. Ey, komm, wo ist er denn jetzt schon wieder? Ach, da kommt er. Oder auch nicht. Was macht er denn da jetzt? Warum bleibt er denn da stehen? Na komm. Warum rennt er hier so panisch rum? Hallo? Hä? Okay. Was ist hier nicht in Ordnung? Alter, keine Ahnung. Junge, was stehst du denn jetzt da rum? Kommst du jetzt 10, 100 Meter da, 10.000 Meter, hoppala, hinterher? Aber die letzten Meter? Ja. Unverständlich. Vielleicht, weil ich abgestiegen bin? Keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich komme jetzt die ganze Zeit unter Wasser rum und bin die ganze Zeit beschäftigt, mein Megalodon hier nach Hause zu bringen. Gut, dann bleib da, meine Güte. So. Ich bin wenigstens wieder zu Hause. Mir wurde geraten, und das sollte ich vielleicht irgendwann mal machen, ihn hier, die Amokzwiebel, ihn einmal zu schnappen, mit ihm auf dem Berg, auf dem erloschenen Vulkan zu fliegen. Da oben ist ja nicht wirklich viel los, ist ja eigentlich recht viel Ruhe. Und dann soll ich mal schauen, dass ich ihn dort. Ist ja eigentlich alles hier. So. Absetze und dann eventuell da mal einen Ofen und so weiter hinpacke, damit ich da Materialien abgreifen kann und
ja, alles herstellen kann, ihn da oben lassen und dann geht das alles ein bisschen schneller. Weil wenn er Metall und Kristall, das kriegst du da oben auf dem Berg wunderbar. Und da muss ich mal gucken, dass ich das mache. Jetzt bin ich mal überlegen, was ich hier hochlevel. Okay. Irgendwie eskalieren die Level-Ups hier ganz schön. So. 15 Minuten. Gute Frage, nächste Frage. Ich muss nämlich gleich noch eine Folge aufnehmen und ich hoffe, es funktioniert alles. Ich hoffe, das Bild ist okay, der Ton ist nicht zu asynchron. Ich hoffe es. Jetzt wollte ich nochmal testen. Er ist also zum... Er kann schwimmen, habt ihr jetzt gesagt? Ist ein guter Schwimmer? Ich habe es immer noch nicht gecheckt. Testen wir mal. Das auspacken. Und das haben wir nur im Wasser gut. Okay, er kann gut schwimmen. Wenn es ihm gefällt. Sieht aber auch cool aus. Muss aufpassen, dass ich nicht untergehe. Oh oh. Kurve. Lass sich aber auch lenken. So. Und runter. Gut. Jetzt muss ich mir echt einfallen lassen, was ich spontan in die nächste Folge mache. Ich hatte bestimmt viel im Kopf, aber habe es wieder alles nicht umgesetzt. Ah, hier haben wir neues Fleisch. Das ist sehr gut. Können wir noch schon mal hier was Neues reinpacken? Damit wir schön neue Materialien kriegen. Zack. Neues Essen. Ich bin verwirrt, Leute. Verzeiht mir. Megalodon-Zahn. Da muss ich auch nochmal irgendwas mitmachen. Gott, ich muss mich wieder hier so umsortieren. Wo ist denn jetzt mein Essen da? Gut. Dann packen wir nochmal ein bisschen was in den Futtertrog. Na komm. Und Harren der Dinge, die da auf uns zukommen. Ich hätte gern für einen Megalodon-Sattel. Oder ich schaue nächste Folge, ob ich einfach mal so einen Delfin da unten fangen könnte. Aber ich glaube, dem muss man, glaube ich, was geben, ne? Dem muss man, glaube ich, Essen geben. Ich weiß es nicht. Ich werde ihn nochmal informieren. Das hätte ich gerne repariert. Kann ich nicht reparieren, weil, warum? Weil mir irgendwas fehlt. Fasern. Ah, gut, ich mache mal eine Folgepause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.